Liebe Grüße vom Hochmoor Kaltenbronn. Muss man einfach genießen. Wir sind an der Grünhütte angekommen. Sehr zu empfehlen hier. Kaltenbronn. Wildsee kommt gleich und das ist der Plankenweg. Sehr zu empfehlen gegen Abend, wenn er nicht so überlaufen ist. Es ist schon eine krasse Luft hier und Lichtatmosphäre. Ein Geruch von dem Torfmoor. Das ist schon echt krass. Und diese Plankenfedern, ich muss also ganz schön Stabilisationssoftware hier benutzen. Aber das ist einfach empfehlenswert. Ah, da ist der alte Weg. Und hier haben sie den anderen Weg gebaut. Und man kann schön sehen, hier geht's so mit Birken und dann kommt der hier zu den Wildsee. Ach schön. So, der Plankenweg ist zu Ende und jetzt geht's zurück zum Auto. Parkplatz Kaltenbronn. Hier ist noch eine Hütte zum Schluss. Ich habe an mehreren Hütten diese neuen Bank-Tisch-Kombinationen entdeckt. Also kommt mal her, macht mal Picknick. Schöne Vesperpause hier im Schwarzwald. Hier ist zum Beispiel die Leonard-Hütte. Und tschüss. Post vivendum. Wir sind jetzt beim Parkplatz in Kaltenbronn angelangt, gleich da unten bei dem Hotel-Restaurant auf der linken Seite. Ich stelle die Route, die wir heute gemacht haben, also vom Parkplatz aus bis zur Grünhütte und wieder zurück zum Parkplatz. Die stelle ich in Komoot rein und den Link von dieser Tour mit GPS-positionierten Fotos noch, den kriegt ihr in der Videobeschreibung, falls ihr es auf YouTube anschaut. Hier fangen dann auch schon an, wieder die Motorräder gehört zu werden. Wir haben jetzt 5,5 Kilometer zur Grünhütte und zurückgelegt und eine schöne Tour gehabt. Mit viel Beeren gegessen und auch ein paar gesammelt.
Übrigens hier im Winter da oben ist ein Skilift. Könnte auch mal winters zu hochkommen. Ein kurzer, aber recht guter, gut ausgebauter Skilift. Da unten steht unser Auto neben dem Hotel. Und diesmal sage ich nun aber wirklich Tschüss, Leute.